So, neuer Tag, neue Folge. Ich habe gerade das falsche Pad ausgewählt. Genau, ich habe einiges im Equipment gemacht. Ich habe hier das Pad neu erweckt und ich habe das komplette Set neu erweckt für 7, 8 Pering, glaube ich. Helm, also mit diesen 10-fach Awakes wie war es hier? X10 Awakes, X1 Awakes, X5 Awakes, whatever. Ist es so easy, es geht so schnell und es ist echt krass, wenn man dabei so erweckt. Also ich weiß echt nicht, ob das wirklich so sinnvoll ist, das Feature, weil man rusht halt Content wieder ohne Ende und naja, die müssen es selbst wissen. Okay, auf alle Fälle 38 Stats hier, dann nochmal 22 STA und 13 Int hier, also 35 Stats. Hier habe ich länger erweckt, das sind 15% Cast Time, was krank ist. Hier habe ich glaube ich nichts mehr geändert. Wand auch echt eine krasse Awake, hat leider STR mit dabei und nicht doppelt STA oder Int oder so. Okay, aber trotzdem halt ziemlich geil. Und Schild mit 29 Stats, wo mir gerade auffällt, könnte mir noch ein bisschen besser erwecken, aber genau. Okay, sonst habe ich glaube ich nichts mehr geändert, genau. Was wir jetzt machen ist leveln. Ganz viel leveln. Haben wir nicht irgendwo noch so ein XP-Dingens hier? Das Ding, genau. Okay. All Power-Ups. Boom. 52% mehr XP. Let's go. Wait, wo ist unsere AP? Wo zum... okay, Party fehlt. Warte mal, irgendwas fehlt unseren HP aktuell. Warte mal. Habe ich was verpasst? Also ich könnte schwören, wir hatten noch mehr HP. Habe ich? Nee, ich bin nicht pur. Warte mal, irgendwas fehlt ja gerade. Irgendwas ist ja gerade nicht korrekt. Wobei, okay, wir haben jetzt ja kein Intpad draußen. Alter, wie viel Damage man? Ach, die haben nur 2. Ach lol, die haben nur so wenig HP. Okay. Yo, die XP. Alles klar. Ja, die XP. Okay, gut. Aber trotzdem, warum? Also irgendwie die HP sind ein bisschen komisch. Ich dachte mir eigentlich, wir müssten viel mehr haben. Oh, 60k Grit. Leckt mich am Arsch. Wir können das fast one-hitten. Ja, das ist ein bisschen unangenehm. Alter, das ist richtig unangenehm. Fuck, zwei bin durchkommen, das war's. Das war's dann komplett. Wir müssen echt mal schauen, dass wir schnell ein Level up machen. Und am besten gleich mehrere. läuft noch. Nein, 6P Wand aus. Ah. War natürlich klar, dass wieder irgendwas abläuft. So, jetzt gerade die große Frage: Macht jemand ein neues oder. Ach, wisst ihr was? Alles muss man hier selbst machen. Lord Event. Player Event. Was ist nur Time yet? Wie teuer war es jetzt? Keine Ahnung, egal. Oh Gott, das glaube ich doch ein bisschen teurer. Naja, okay. Was auch immer es ist. Ja, komm, scheiß drauf. Egal. Geld ist relativ. Ja, es war jetzt, glaube ich, echt ein bisschen. Was sagen wir sonst immer? 20% sind 1,6 Perin. Waren es gedacht, Perin, was ich bezahlt habe? Ups. Ja, ein bisschen unangenehm vielleicht. Ach komm, Alter, dieses Scheiß-Game. Ich hasse es so sehr. So. Ey, wie ich das hasse, dass man irgendwelche komischen Fenster aufmacht und dann wieder aus dem Chat rausfliegt. Ey, es ist unfassbar. So, okay. Ah ja, genau. Worldmaps wollte ich auch gerade machen. Genau. Ja, scheiß drauf.
Aber gut, ich bin das schon dabei. Alter, der Damage ist doch krank, oder? Der Damage ist doch echt krank. Nicht one-hitten, bitte. So. Sehr unangenehm, das Ganze. Sehr, sehr unangenehm. Powerful Pet, perfekt. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, oh Gott. Ich darf hier nicht so viel tanken. Nicht so viel Schaden zumindest kassieren. Na, okay. Nee, sterben, glaube ich, jetzt echt ein bisschen blöd. Jeder kann starten zu den Zeiten. Welche Zeiten? Nein! Ach man, diese Posi-Bugs. Ich meine, ich habe doch gerade das XP-Event gestartet, sonst hätte ich auch kein XP-Event gestartet. Body Leveling. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, weil das Ding ist, wenn ich jetzt halt hier rein. Eigentlich macht es gar keinen Sinn. Oder macht das irgendeinen. Nein, eigentlich macht es gar keinen Sinn. Ja, ich weiß halt nicht. Ich meine, wenn man halt. Ja. Ja, es könnte schon klappen. Ja. Alter, Mann. Ich hasse dieses Spiel so sehr, Alter. Immer diese gleiche Scheiße. Falsche Richtung. Ja, das Ding ist, wir müssen halt ein Level abmachen, dann geht schon um einiges einfacher. Aber ja, das Problem ist immer so das Gleiche, wenn man halt, also wenn man halt einen Posi-Bug hat, dann ist man halt immer tot. Das ist halt immer das große Problem. Kannst du drehen und wenden, wie du willst, das macht keinen Unterschied. Kannst auch auf pure STA gehen oder sonst irgendwas, das macht auch keinen Unterschied. Na komm, geh doch auf. Dann mach man. Ach, verpiss dich. Warum kann ich nicht? Jetzt kann ich. Okay, 100 KP. Mal schauen, ob es jetzt klappt. Die Hitboxen sind teilweise auch wieder so riesig. Nein. Oh. Ja, müssen wir mit kleineren AOEs auf alle Fälle anfangen. Nur so, glaube ich, kann man da irgendwie was reißen. Ich meine, die XP sind ja eh ziemlich gut an sich. Also wir brauchen jetzt keine Mega-AOEs oder so. Das ist zumindest nicht so dringend notwendig. Aber ja. Ich meine, klar, man will natürlich irgendwie so viele sammeln wie möglich. Was ist der 25? Ah, warte mal, was ist der 25? Scheiße. Wie hoch kann man gehen? 9 Level, oder? Na gut, ich muss eigentlich den nur überleben dann. Nein. Ah, ich hasse dieses Game. Ich hasse es so sehr. Bitte one-hit mich jetzt einfach nicht oder so ein Scheiß. Naja, ich hoffe jetzt, dass ich nicht mal zu den 30ern zurück muss, weil das, glaube ich, hat echt ein bisschen ein Problem. Ah, nein. So lief das. Ah, scheiße. Das ist blöd.
Das ist echt blöd. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich es halt irgendwie von vornherein besser geplant und hätte man es irgendwie besser gemacht. Ich würde dann auch keine 5 Amtis verschwenden, indem wir halt zu den 30ern gehen. Ja, mal schauen. Vielleicht, ich meine, ja, müssen wir schauen. Weapon Level Up. Whoop. Nice. Ich weiß nicht, wie lange noch braucht für Kalgas und so. Ich hoffe, dass ich bis dahin nicht jetzt irgendwie schon 28 oder so bin. Oder macht noch das Level bei den 30ern und ich mache immer weiter nebenbei. Das Problem ist halt, weil ich einfach so viel schneller level als er wahrscheinlich. Das ist halt echt die Problematik. Ich habe übrigens gerade Waffen und so einsammeln ausgemacht, weil es mich stört, dass da mein Inventar voll ist. Alter, die XP. Krasse Scheiße. Naja, 29% schon wieder. Ey, es geht halt echt krass ab. Jo. Ich weiß jetzt nicht, ob das hier gerade überhaupt einen Sinn macht. Weil das Ding ist halt so, schau mal an hier. Es ist halt... Ich fürchte, dass der gar keine Chance hat, irgendwie hier was zu fassen. Weil, naja, ich mein's nur mal ehrlich. Und wieder Weapon Level Up, nice. Das wollte ich nicht. Alter. Können eigentlich auch hier stehen und einfach dauerhaft AOEen oder so. Das geht auch. Weil wie viel XP bekommen wir eigentlich von den Dingern? Geht eigentlich. So, dann gehen wir kurz runter zu den 30ern. Ich hoffe jetzt nur, dass es sich halt irgendwie lohnt, die ganze Raumfliegerei und so. Bin bei Stylo drin. Wer ist denn Stylo? Da ist Stylo. Hier sind 30, genau, das sind 30er. Gut, dann geht's direkt weiter. 1, 3, 5, 7 haben wir schon in der Party. Ich kann nicht warten oder so. Ich habe schon alles am Laufen. Was ist das hier für ein Kack-Spawn? What the fuck? Lol. Rechts und links 25er, in der Mitte 330er. Okay. Sieht das super aus? Lol, da sind die anderen. Da sind die, okay. Na gut. Die geben nur so viel Schaden. Machen die gerade 5k Block, oder? Ne, 5k normal, okay. Na, das geht ja. Achso, Body Leveling müssen wir noch aktivieren, genau. Jo, der Schaden ist halt krass. Oh, der macht aber auch gut Schaden. Was gibt es aktuell an XP hier? 49%. Ah. Ich weiß nicht, ob es sich für mich lohnt. Ich glaube, das ist halt gerade echt weggeschmissene Zahl und Amplis. Aber gut, ich meine, zumindest das gerade nicht meine Donate-Punkte, die ich wegschmeiß. Was, Andy bald? Ich bin der höchste WP hier. Achso. Ist
die Party auf Contribution, okay. Ich wollte jetzt gerade fast einen politischen Witz machen, aber ich habe mir jetzt gerade in letzter Sekunde verglichen. Verkniffen. Oh Gott, ich kann immer reden. Naja, ich wollte gerade sagen, es gibt zwei Systeme. Wenn du die Party auf Level setzt, ist es wie, hast du so das Sozialsystem wie in Deutschland. Wenn du die auf Contribution setzt, hast du es so wie in den USA und in der Schweiz. So, jeder bekommt das gleiche, egal was er macht oder nicht. Oh Gott. Ah ja, der kann die Fetten killen. Stimmt. Immer rauf auf die Fetten. Cast Time habe ich jetzt 170%. Das ist okay. Also, ich habe jetzt nicht genau drauf geachtet, aber gefühlt irgendwie ist es. Kann man es vernachlässigen irgendwie? Hä, nee, warte, ich bekomme gar nichts. Hä, wait. 69,27. Lol, ich auch nicht. The fuck? Warum ist das schon wieder verbuggt? Ja, aber... Dani! Fix Flife, please! Ah, es ist immer so ein Ding. Ich weiß halt nicht, ob es halt nur mal mir oder uns auffällt oder so. Aber es kann halt. Es ist halt echt AIDS. Ich verstehe es nicht. Vielleicht, weil ich zu hoch bin? Nee, aber kann auch nicht sein. Ich bin unter den Leveled Mobs. Er sah wieder aus, so ein komisches Ding irgendwie. Ja. Mein Gott, Alter, wie mich dieses Game heute abfuckt. Junge, ich war so weit weg von irgendeiner Scheiße. Jetzt ist mein Pet. Alter, ich könnte kotzen. Ich könnte so kotzen, Alter. Ich könnte sowas vom Gras kotzen. So. Habe ich jetzt wieder XP verloren? Natürlich habe ich XP verloren. Ich krieg das absolute Kotzen hier. Och, ist das eine Zeitverschwendung und eine XP-Verschwendung und was weiß ich alles noch. Collector Exchange. So, jetzt mal schnell hier weiter. Let's go, Fireland. Ey, Posibugs ist AOE, ist echt das Schlimmste, was es gibt. Spürbar weniger? Ernsthaft? Level. Warte mal, warum steht Level Partner? Hä? Hä, wait, what? Was ist das denn hier schon wieder für ein Ding? Ich bin halt mal wieder so verwirrt, Alter. Ich glaube, ich muss auch Autotext ausmachen. Wobei, Autotext nutzt mir gar nichts. Oder? Ich glaube nicht. Ich glaube, die kommen trotzdem dann. Ja, safe verbuggt, schreibt er. Kommen jetzt mehr oder weniger X? Ich habe keine Ahnung.
Ich meine, ich müsste ein Video rewatchen. Keine Ahnung. Gar keine Ahnung. Ja, es tut mir gerade leid für ihn und so, aber ich kann jetzt halt nicht jeden eigenen Fortschritt halt irgendwie aufs Spiel setzen. So solidarisch bin ich da nicht. Was haben wir aktuell an Buffs an? Haben wir alles an? Wir haben. Ich weiß es gar nicht, keine Ahnung. Ich hoffe, wir haben alles an. Wir werden sehen. So, alles mal schnell weg-Auen hier. Immer diese Angst, dass ich gleich irgendwie sterben könnte oder so. Ist echt nervig. Slackt hat aber auch schon so ein bisschen. Ich nutze Lakotte und es dauert wieder so eine Denksekunde und erst dann geht die durch. Verstehe ich gar nicht. Die haben sogar die Hardware geupgradet. Aber irgendwie. Also was heißt, ich meine, es ist okay, was am aktuellen Ping. Ping ausgeblendet. Ja, keine Ahnung. Fetten Viecher regen mich gerade echt ein bisschen auf. Ich glaube, die Aue eben immer schnell weg irgendwie. Hauptsache weg mit dem ganzen Dreck da. So. 45 Mille. Lohnt sich das, die Viecher zu killen? Alter, machen die mir Schaden. Ah, wait, am Schluss machen die mega Schaden, oder? Wie war das? Na komm. Kannst du einfach mal schon sterben oder so? Level up, okay. Ich habe jetzt sicher keine Ahnung, wie viel das wir gerade bekommen hätten oder haben. Weil die XP werden nach dem Level up wieder resettet. Generell das ganze Level-System in Flife ist halt so outdated. Es ist kein Hate gegen Server oder so, aber es ist halt ein Hate gegen das Level-System generell. Ja. Heute wird man halt sowas anders machen. Heute wird man so viel anders machen. Aber ja. So ist es eben. Okay, die Fetten respawnen zu schnell, als dass es irgendwie Sinn machen wird. Gut, jetzt sollten wir, glaube ich, nicht mehr so schnell sterben zumindest. Oder Match steht nicht mehr oben, dass wir mehr XP kriegen, oder wie? Ne, jetzt haben wir es nicht, jetzt haben wir es nicht mehr. Muss ich hier, war ich vielleicht vorher irgendwie näher dran oder so? Ne, keine Ahnung. Vielleicht kann ich aber ein bisschen näher zu ihm hin, dass es dann wieder funktioniert. Prozent? Ja. Ich meine, nee, ich kann mich halt nicht beschweren, effektiv. Ich sollte mich nicht beschweren. Das ist halt, glaube ich, ein bisschen verrückt sonst. Okay, 20%. Ja, die XP werden schon spürbar weniger. Ich weiß auch nicht genau, warum und so, aber... Ich muss fast das Partyfenster offen lassen, damit ich sehen kann, wenn ich halt wieder in Range bin. Ich meine, hier ist der Spawn eh besser und so, von dem her. Egal, wir bleiben einfach da. Ich weiß nicht, ob das dann oben angezeigt wird oder so, keine Ahnung. Gut, ich meine, so ein AOE dauert halt nicht lang, deswegen sind 10% halt wirklich okay. Bei dem Schaden, den wir halt machen und so, ist es halt wirklich
sehr gut machbar. Ich habe das Gefühl, dass die Body Leveling Range man damals größer war. Aber wir sind echt schon relativ nah beieinander. Relativ gesehen, ja. Nein, jetzt greife ich wieder dieses Scheiß. Ich hasse dieses Game. Kann ich irgendwie Autotext ausmachen? Glaube nicht, oder? Ich glaube nicht wirklich. Nee, komm, bitte geh einfach weg. Oh Gott. Not even close. Die haben halt auch solche scheiß großen Hitboxen. Kannst du effektiv nichts gegen tun. So, weg mit dir. Oh Leute, ich kann's killen. So, komm. Und weiter auch eben. Ja, gut, der Schaden steigt schon ganz okay und so, aber naja. %50. Er läuft aber weiter weg von mir. Ja, egal. Egal, die Range ist, glaube ich, irgendwie zu klein oder so. Ich denke nicht, dass die Höhe etwas ausmacht. Das wäre... Ich glaube, so krass ist es nicht gecodet. Und weg damit. Ja, okay. Es macht wieder Spaß mittlerweile. Wenn man nicht dauernd stirbt und so, dann ist es echt okay. Na gut, ich mache den Rest offscreen. Danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal.